Hier wollte ich gar nicht hin, ich wollte in die Forschung rein. Holzachterbahn, rasende Maus. Hier, ja. Die ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich will die bauen. Eine gute aufgehängte Achterbahn hat viele Kurven und Schrauben, damit hohe seitliche wirkende Gehkräfte erzeugt werden, die den Wagen zum Schwingen bringen. Viele Kurven und Schrauben, das kriegen wir hin. So, machen wir mal eine Werbekampagne für den Park. Ein bisschen Geld haben wir ja gerade auf der hohen Kante. Also im Juli Jahr 2, also ich glaube bei ungefähr der Hälfte der Zeit. Und haben 676 Besucher und brauchen 500. Genau, brauchen 500 und eine Parkwertung von 866, das ist natürlich schon ziemlich gut. Sehr schön. Riesenrad wird ist auch beliebt. Das Labyrinth ist auch relativ beliebt. Nur der hier macht mir Sorgen, aber da stehen auch Leute an. Das auch. Ja, hier stehen nicht mehr so viele Leute wie früher, aber da kommt schon wieder ein paar. Gut, dann werde ich mal wieder unseren Trick machen. Um für ein bisschen frischen Rasen zu sorgen. Ich meine, ja, wir könnten auch Leute anstellen, die den Rasen mähen, aber wozu? Wozu? Ja, wir verdienen eigentlich genug Geld, ne? Vielleicht mache ich das dann. Kann man jemals genug Geld verdienen? Ja, kann man. Für den Freizeitpark schon. Ja, irgendwann kann man einfach nicht mehr schnell genug bauen. Also man verdient das Geld schneller, als man es ausgeben kann. Jetzt hier im Spiel. Ich rede nur vom Spiel. So, das sollte passen. Hier noch ein bisschen. Sehr schön. Dieses Riesengebiet hier oben können wir natürlich auch noch bebauen, aber wir müssen wahrscheinlich gar nicht. Wir haben das Szenario auch so geschafft. Wir haben schon 700 Bewohner, Bewohner sage ich schon, Besucher. Wir brauchen nur 500. Also können wir uns schon als Sieger sehen. Was soll das jetzt eigentlich hier für eine Ecke sein? Wenn das so einfach wäre, ne? Wenn man so ein kleines Stück Land geschenkt bekommt um so einen See rum und dann baut man ein paar Attraktionen und kurze Zeit später hat man einen riesengroßen, schönen, florierenden, guten, gut funktionierenden Freizeitpark. Schön wäre es. Mit einer riesengroßen Holzachterbahn. Dem Holz, dem Wellenholzer. Gut, wir haben wieder ein bisschen Geld verdient. Wie viel Geld verdient die denn hier bitte? Die verdienen 14.000 pro Stunde und die hier, der Wellenholzer, 18.000. Okay. Ertrag. Wellenholzer vor Käferwelle, vor Seepferdchen. Toiletten verdienen nichts, aber sonst verdienen alle was. Das ist gut. Achso, hier wollte ich noch ein bisschen aufräumen. Stimmt, da werde ich jetzt hier mal das noch nach unten geben. Dann können wir nämlich das Meer, oder beziehungsweise den See hier verbreitern. Muss man das hier auch noch mal unten tun. Dann schaut das ja nach nichts aus. So. Ah ne, so ist schon gut. So ist schon gut, da hinten auch noch. Und das nehmen wir mal nach oben. Dann machen wir hier so eine schöne Seepromenade hin. Pass mal auf, indem wir erstmal das mit Stein auskleiden. Hier. Moment. Brauchen wir auch den hier. So. Machen wir es mal so. Gut. Also erstmal mit Stein auskleiden. Zack, zack. Wie schaut es da drüben aus? Und dann bauen wir da eine kleine Seepromenade hin. Wie machen wir das denn? Mit einem schönen Zaun.
Welcher Zaun passt denn zu einer Seepromenade? Hm. Der hier? Oder doch eher so eine kleine Mauer? Ich glaube, so eine kleine Mauer ist ganz gut. Ja, dann würde ich natürlich auch einen kleinen Weg dahin bauen, aber das geht hier leider im Spiel nicht. So, Seepromenade. Das ist doch Kotze, oder? Sehe ich das richtig? Da ist doch Erbrochenes. So, da ist unsere kleine Seepromenade. Ich bepflanze mir die dann zumindest. Wenn wir schon keinen Weg hinbauen können, dann machen wir wenigstens eine Verpflanzung hin. So. Und die Bepflanzung geben wir auch noch mit einer kleinen. Mit einem kleinen Zaun. So. Wunderbar, wunderschön. Gut, wieder genug Geld. Und jetzt haben wir das komplette Darlehen zurückbezahlt. Können auch noch eine Kampagne für den Park machen. Was können wir noch machen? Gratis Pommes. Gratis Pommes sind doch immer gut, oder? Neuentwicklung für den Bootsverleih Rampboote. Oh, das können wir mal einführen. Ich glaube, da hätten die Leute Spaß dran. Machen wir das mal. Die fahren, glaube ich, auch schneller. Machen wir hier mal zu und wechseln in Rampboote. 12 ist das Maximum. Ich glaube, wir können dann auch eins von denen hier wegnehmen. So. Ah, wir können sogar noch mehr wegnehmen. Gut, mache ich das. Trotzdem noch 12, ja. Perfekt. So, 12 Rammboote. Ah, und der fährt alleine. Das gefällt mir nicht. 2 Euro soll es sein. Dafür bezahle ich nicht. So viel bezahle ich nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Da kannst du alleine mitfahren. Der fährt voll, oder? Ja, der fährt voll. Da stehen auch die Leute an. Das ist gut. Hier hinten gibt es halt noch nicht so wirklich viel zu sehen. Und was wir machen könnten, ist, wir könnten von hier rüber einen Sessellift bauen. Aber der wäre wahrscheinlich dann im Weg von unserer Achterbahn. Ne, machen wir das mal nicht. Wir machen die Achterbahn so, dass wir hier den Eingang haben. Dann könnten wir eventuell hier noch was hinbauen. Was haben wir denn dann noch? Da haben wir sonst nichts mehr. Hm. Nur noch das Geisterhaus. Finde ich jetzt aber auch nicht so passend. Die Baumstammrutsche wäre noch eine Möglichkeit. Die haben wir letztes Mal schon gebaut. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir bauen jetzt mal die andere Achterbahn. So, was schaut hier? Jetzt schaut hier aus Rammboote, das ist unbekannt. Okay. Also, hier, die hängende Achterbahn. Da ist Flight of the Phoenix, wäre so groß. Und da gibt es auch noch verschiedene andere. Die ist ja riesig. Die ist kleiner. Okay, wir bauen aber nach eigenem Entwurf. Kennen wir ja schon. Und zwar, ja, wie rum machen wir das denn? In die Richtung wäre es, glaube ich, ganz gut. Oder so rum und dann kommt die hier oben drüber. Ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Machen wir es mal so. Ja, so. Auch in die andere Richtung bauen. Dann kann ich nämlich schon mal gleich gucken, wie weit wir hier noch Platz haben. Das haben wir noch gut Platz. Da haben wir noch gut Platz. Da können wir also noch eine Station bauen. Und dann machen wir hier mal die Kurve. So. Genau. Gut, dann wieder andersrum. Station, Station, Station. Und jetzt hoch. Den Lift. Hier können wir aber keine Kurvenlift bauen. Das ist aber okay. Da sind wir schon auf 12. Ich glaube, da sind wir schon sehr viel höher, ne? Genau, da sind wir schon sehr viel höher. Gut, dann Schluss mit Lüft. Bei 15. Und jetzt runter. Und eine Kurve in die Richtung. Jetzt haben wir das Problem, dass hier schon wieder die Achterbahn ist. Dann machen wir das so. Und jetzt gerade und dann hoch. Ja, das geht gerade so, oder? Ja, das geht gerade so.
Dann sind wir wieder auf 14. 14 passt. 14 ist niedriger als 15. Dann machen wir so. Das wird eine richtige Umarmung hier. Wir umarmen sozusagen die andere Achterbahn. Ist auch schön. Ah, wieder kein Geld. Marketingkampagne ist zu Ende. Hier eine schöne Helix. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir sind im Minus. Wie kann denn das passieren? Ich glaube, wir brauchen auch nochmal einen... ein Mechaniker könnte, glaube ich, nicht schaden, wenn wir noch einen hätten. So. Jetzt gerade, genau. Dann eine schön weite Kurve. In dieses Gebiet und dann machen wir hier eine Helix nach oben. Boah, das wird schön. Und sie müssen sich dann richtig schön hochschrauben. Können wir das jetzt schon machen? Ja, Helix aufwärts. Aber ich glaube, wir müssen erst ein bisschen gerade. Obwohl, nee, es müsste schon gehen. Es müsste schon gehen. Helix aufwärts links. Oh, die ist teuer. Dann machen wir vielleicht doch erst ein bisschen gerade. Zwei, drei und jetzt Helix aufwärts links. Wir können höchstens auf 14 hoch. Ja, ein Wasser zu bauen übrigens ist teurer, als wenn man auf Land baut. Nur falls ihr euch gefragt haben solltet. Ja, das ist tatsächlich so. Und jetzt kommt Regen und Regen ist für uns sehr schlecht. Für unser Geschäft. Pass mal auf, ich nehme mal noch ein bisschen Darlehen an und kann mal alles wieder zurückzahlen. Aber ich möchte jetzt das fertig bauen. So, dann gehen wir auf 11 hoch. Auf 12. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Gehen wir mal lieber hier. Machen wir mal den hier. Gehen hier langsam nach unten. Machen da wiederum eine. Na, es geht nur so rum. Schade. Können wir dann vielleicht ein Stück gerade machen. Und jetzt nach unten. Und jetzt die Kurve. Ja, jetzt geht's. Aber die kleine. Und jetzt gerade. Jetzt über den anderen drüber. Ah, sehr schön. Und jetzt wieder runter. Ah, wir sind schon 12 unten. Ich sehe schon. Gut, dann wieder hoch. Und jetzt nochmal eine Helix nach unten. Und landen wir da auf 13. 13 ist zu hoch. Das geht nicht. Also auf 10 und jetzt eine Helix nach unten. Nee, in die andere Richtung. Sehr schön. Und jetzt können wir es eigentlich verbinden. Machen wir nochmal einen Hügel. Dann eine Kurve. Andere Richtung. Eine weite Kurve. Ich glaube, das müsste jetzt genau passen, oder? Passt das? Nee, es passt nicht. S-Kurve vielleicht noch. Noch eine S-Kurve. Dann wird es passen, aber von der Höhe passt es noch nicht ganz. Okay. Dann hier runter. Und nochmal runter. Jetzt eine Kurve. Eine weite Kurve. Und jetzt passt es. Nochmal hoch. Und nochmal runter. Und nochmal gerade. Ah, passt doch noch nicht ganz. Okay. Also so und jetzt die weite Kurve und dann nochmal hoch und nochmal runter und jetzt passt's. Ah, da können wir noch eine Bremse hinmachen, fällt mir gerade ein. Bremse, die ist immer gut, wenn man Unfälle verhindern will. So, dann noch ein Eingang und einen Ausgang. Den Angel könnten wir wieder auf die andere Seite machen. Sollen wir das? Finde ich eigentlich immer ganz cool. Machen wir das mal. Dann den Ausgang hier hin. Sehr schön. Dann testen wir das Ganze mal. Was können wir da für Wägen nehmen? Schwingende Sessel, Einzug mit 7 Wägen. Ich hätte ganz gerne aber lieber
9 Züge mit einem Wagen oder mit zwei. Mit zwei finde ich es ganz cool. 5 Züge mit zwei. Alle Züge mit der gleichen Farbe von mir aus, aber dann ein bisschen anders. Vielleicht so. Und dann testen wir mal. Wir verlangen dann hier 9 Euro. 5 Züge mit 2 sind 10, ne? Ja, ist mehr als 9 Züge mit 1. Zwar nicht so viel mehr, aber ein bisschen mehr. So, gucken wir mal, ob wir das überhaupt schaffen, hier einmal rumzukommen. Ah. Oh, 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 doch, 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 gerade so. Hui, da schwingt, da schwingen wir. Haha, sehr schön. Hui. Das ist doch nett. Wird wahrscheinlich ziemlich viel Übelkeit erzeugen, schätze ich mal. Gut, der Weg. Der Weg. Hoch. Und dann hier verbinden. Ah, beides blöd. Machen wir mal so. Wenn wir hier nämlich noch einen Fressstand oder sowas reinbauen. Oder eine Information. Auch nicht schlecht. Hallo? Nein, hier will ich doch keinen Weg bauen. Hier will ich einen Weg bauen. Falsch, andere Seite. So, oh ja, die Übelkeit ist ziemlich hoch. Richtig hoch sogar. Aber gut, dann ist es halt so. Okay, wir müssen noch höher. Jetzt müsste es aber gehen. Wunderbar, das ist schön. Und da brauchen wir gleich ein paar Spänke und wahrscheinlich nochmal einen Putzmann, der sich vor allem darum kümmert, um diesen Bereich. So, und da brauchen wir gleich nochmal eine Toilette hin. Aber ich glaube, da ist eine Toilette gleich, oder? War denn nicht gleich irgendwo eine Toilette? Da oben ist eine Toilette, okay. Also erstmal nochmal einen Mechaniker einstellen und dann nochmal einen Putzmann einstellen, der nicht den Rasen mäht, sondern hier in diesem Bereich hauptsächlich putzt. Auch hier eine Anstehschnur. So. Gut, da kann ich hier noch ein bisschen mitmachen. Hier unten auch. Das Blut unter Wasser sieht man nicht, wo man da aktiviert hat und wo nicht. Hm, egal. Ich denke mal, wir haben das jetzt ganz gut. Hier diesen Bereich ganz gut abgedeckt. Oh, da rennen sie rein, du. Da rennen sie rein. Und wenn sie rauskommen, werden sie grün und blau sein wahrscheinlich. Hui, sehr schön. Ja, und da haben wir auch eine schöne Interaktion mit der anderen Achterbahn. Das gefällt mir ganz gut. Wir haben Oktoberjahr 2 und oh, wir können schon wieder unser ganzes Geld zurückzahlen. Das ist schön. Vielleicht gleich nochmal eine Werbekampagne durchführen. Diesmal für Getränke. Lass uns ja hier nicht lumpen. Freie Fahrt auf der Käferwelle. Nein, die kommt eh gut an. Auf dem Wellenhäuser. Riesenrad 1 ist ein blöder Name. Riesenrad. So, und wie nennen wir denn dieses schöne Ding hier? Hm. Ach, die kommt sehr gut an. Die kommt nicht mehr ganz so gut an, ne? Hm. Ja, ich glaube, der Wagen ist trotzdem immer noch voll. Ja, der Wagen ist voll. Speichern. Ja, doch, doch. Er fährt jetzt auch schon los. Er ist auch voll. Passt schon. Passt gerade noch so. Da stehen alle Leute an. Da stehen überall Leute an. Das ist gut. Sogar beim den Seewellen stehen inzwischen Leute an. Beim Karussell steht keiner mehr an. Dann sollten wir das vielleicht ein bisschen billiger machen. 1,90.
Seepferdchen, Labyrinth, Riesenrad, passt. Oh ja, und hier auch. So, wie nennen wir jetzt das Schmuckstück? Achterbahn 1 natürlich nicht. Schwanenpaddelboote, sehr schön. Die machen wir gleich, die sind schön. Schwing durch den See. So, und dann müssen wir hier schon wieder zumachen. All die Leute werden mich hassen dafür. Aber sonst geht's nicht. Wasserdreiräder haben wir auch. Da können wir leider nur 8 Boote machen, weil sonst, glaube ich, nicht genug Platz ist. Pass mal auf. Können wir dann hier noch, wenn wir das verlängern, mehr machen? Ja, 10 Boote. Okay, machen wir 10. Ach, wie schön diese Schwanenboote doch sind. So, dann können wir noch die letzten 1000 zurückzahlen. Dann können wir eine Werbekampagne für den Park fahren. Oh, wir machen jetzt richtig, richtig dicke Kohle. Durch die 3 Achterbahnen machen wir richtig Kohle. Und wir haben auch einen schönen Durchsatz. Also wenn der eine kommt, dann fährt der andere los. Das ist ganz wunderbar gemacht. Sehr gut. So, 4 Wochen Werbekampagne für den Park. Ist auch schon was zerstört. Ich guck mal ganz kurz. Ist hier irgendwo Sachen zerstört? Weil dann brauchen wir nämlich einen Aufseher. Da ist voll gekotzt. Aber darum kümmert sich hoffentlich unser Putzmann gleich. Da sehe ich nichts zerstört. Da sehe ich nochmal ganz kurz die Attraktionen aus. Und die Landschaft auch. Damit wir sehen, ob es irgendwo Probleme gibt. Oh, da gibt es Probleme. Da gibt es Stau. Aber da können wir nichts machen. Was macht denn der da? Warum läuft denn der da rum? Achso, der ist da gerutscht. Das sah nur ganz kurz so aus, als wäre der da verirrt. So, hier ist ein Problem. Ah ja, klar, wenn die da rauskommen, dann ist ihnen schlecht. Da ist ein Problem. Hier ist eigentlich kein so ein großes Problem. Da, höchstens hinten. Ja. Dann stelle ich nochmal einen ein, der sich speziell hier rum kümmert. Und zwar Fußwege fegen und Mülleimer. Und zwar hier. Gut. Sollte passen. Und dann stelle ich nochmal einen in den Rasen mit. Oder zwei. Die nichts machen, außer den Rasen zu mähen. Dann wird auch noch einen. Einfach nur, weil wir es können. Aber wenn wir genug Geld verdienen, stelle ich jetzt hier ein paar Leute an, die den Rasen mähen. So. Wunderbar. So machen wir das. Und ein paar Entertainer wären auch ganz nett, oder? Ich lass mal den Panda-Bär. Wir machen vielleicht verschiedene. Wir machen vielleicht mal verschiedene. So, der Entertainer 1 ist der Panda-Bär, Entertainer 2 ist der Tiger und Entertainer 3 ist der Elefant. Fantastisch. Dann sollen die da einfach mal rumlaufen. Gut, wie schaut es mit dem Erbrochenen aus? Ja. Haben wir das im Griff? Wellenholz-Effekt. Schwarmpaddelboote, Verbesserung von Attraktionen. Da haben wir immer noch nichts Neues, ne? Nee. Können wir das Geisterhaus noch bauen, aber brauchen wir nicht wirklich. Wir nehmen sowieso sehr viel Geld ein. Wir können nochmal auf den, für den Wellenholz eine Werbekampagne machen. Sauberster Park, sehr schön. Freier Eintritt und halber Eintritt in den Park brauchen wir nicht, weil es ja eh umsonst ist. Das wäre ein bisschen sinnlos. Gut, sehen wir sonst noch irgendwo Probleme? Ich sehe keine. Oh, doch, der ist defekt. Ja, das ist ein Problem, das stimmt natürlich.
gibt es hier kein Problem. Da ist den Leuten schlecht. Das kennen wir. Ist da irgendwo der Putzmann in der Nähe? Ich hoffe doch. Ich habe extra nochmal einen eingestellt für diese Ecke. Aber vielen ist nicht schlecht, ne? Obwohl die Übelkeitsrate schon sehr hoch ist, ist vielen irgendwie nicht so wirklich schlecht, die da rauskommen. So, hier wollten wir noch eine Information hinbauen, das mache ich jetzt einfach mal. Dann sollten auch automatisch die Dinger wieder auftauchen. Ich drehe die mal so um. Ja. So hin. Genau. Und dann können wir, was haben wir denn dann noch? Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir wollen jetzt mal hier wirklich die Läden forcieren. Sich drehende Wagen für die Mini-Achterbahn. Ach, das ist eigentlich ganz lustig, aber ich denke mal, das passt schon so. Wir haben jetzt auch nicht mehr wirklich viel zu bauen. Wir sind bald auch bei 1000 Besucher. Ich würde fast sagen, ich mache dann demnächst hier mal einen Cut. Und wir schauen, dass wir das Level fertig haben. Was wir machen, ja, was wir noch machen könnten, ist, wir könnten hier noch ausbauen. Wir könnten hier noch 2-3 Achterbahnen bauen. Aber wäre das sinnvoll? Ja, also unsinnvoll wäre es nicht, weil wir dadurch ja auch unseren Sieg, nennt sich das dann, also unseren Siegstandard oben halten. Ihr wisst schon, was ich meine. Nee, ihr wisst nicht, was ich meine. Ich glaube, da gibt es so einen bestimmten Wert. Ich glaube, das ist der Parkwert. Beim Ende, wenn man das Szenario beendet hat, wird hingeschrieben oder wird gezeigt, mit welchem Wert man es am Ende geschafft hat. Das ist natürlich schon schön, wenn man das möglichst hoch hat. Die sich drehenden Wagen. So, als nächstes sollte jetzt ein Geschäft kommen, ein Laden. Bin gespannt. Also die drehenden Wagen, die brauchen wir ja nicht wirklich. Ich finde die Wägen hier, diese Marienkäferwägen hier sehr passend. Deswegen wollen wir die auch so lassen. Gut. Was könnten wir machen? Welche Achterbahn könnten wir denn da hinten hinbauen? Wir könnten so eine Pferdeachterbahn bauen. Eine wilde Maus wäre ganz lustig. Eine Schienenachterbahn. Und dann vielleicht doch noch ein Sessellift, um das Ganze zu verbinden. Die Frage ist, wo sollte der Sessellift starten? Weil hier ist ja alles schon voll gebaut. Ich meine, hier könnte der Sessellift starten. Ist da Platz? Ja, man sieht es schlecht. Also er könnte hier starten, aber dann wären wir eh schon da hinten. Das bringt jetzt nicht so viel. Hier hätte ich freilassen sollen, ne? Aber das Karussell ist sowieso nicht mehr besonders beliebt. Das können wir auch abreißen und stattdessen hier den Sessellift hinbauen. Das mache ich vielleicht. Karussell abreißen, hier den Sessellift hinbauen. Das Karussell vielleicht hier mitten auf das Wasser bauen. Ja, das ist doch eine coole Idee. Also erstmal bauen wir hinten eine neue Achterbahn. Und zwar, welche bauen wir denn? Die wilde Maus finde ich ganz cool. Bauen wir doch die. Die wilde Maus. Eine gute, rasende Mausachterbahn, das heißt enge Kurven und plötzliche Stürze. Je ausgeprägter, desto besser. Lass uns die bauen. Und zwar in diese Richtung. Ich habe kurz Platz schaffen. Oder doch in diese Richtung. So mache ich sie. So mache ich sie. Sehr schön. Dann geht es nach oben mit dem Kettenlift. Und da können wir auch einen steilen Kettenlift machen. Das ist gut. Und das war es aber jetzt schon, oder wie? Offensichtlich. Die müssen auch weg. Und wir kommen hier nicht rum wahrscheinlich, ne? Ne, wir kommen hier nicht rum. Ah, wir sind genau um 1 zu weit hinten. Dann müssen wir hier anfangen. Können wir gleich direkt steil starten. Ah, wir hätten auch gleich direkt steil starten können. Dann mache ich das doch nochmal. Dann starten wir direkt steil. So, und jetzt müssen wir es schaffen, eins nach unten, eins nach gerade und jetzt den, genau,